Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play ATS, den American Truck Simulator. Und wir waren beim letzten Mal ja im Multiplayer unterwegs gewesen mit dem Daniel von dieser Multiplayer-Truppe. Da hatten wir ja Spaß gehabt. Und jetzt gehen wir quasi da wieder, steigen wir ein, wo wir beim vorletzten Mal aufgehört haben. Und das ist für mich jetzt eine ganze Weile her. Ich habe die ganze Zeit nichts gemacht. Ich weiß auch, dass die Folge ein bisschen verspätet kommt. Die hätte ja heute um 13 Uhr schon erscheinen sollen, aber ich hatte einfach keine. Und ich habe mich gestern bei Omsi an so ein Problemchen festgebissen, deswegen hatte ich da noch keine Lust mehr. Mache ich das jetzt, kommt es eben ein bisschen später, ein paar Stunden, aber dann sollte es nach Möglichkeit dann bald wieder im normalen Modus weitergehen. So, jetzt hier, seit 2 Wochen kein ATS mehr gefahren oder so. Ich muss jetzt mal gucken, wie geht denn der ganze Quatsch hier überhaupt? Also, ich habe übrigens auch ein bisschen leiser gemacht, weil das ein bisschen laut war, der Ton, hat man mich kaum noch verstehen konnte. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Werden wir jetzt sehen. So, muss ich mir erstmal orientieren hier. Ist immer noch so laut, meine ich irgendwie. Dienstag, spätestens 18 Uhr heute, ja. Ist also 342 Meilen. Jetzt gucke ich aber doch nochmal eben auf die Karte. Wo sind wir denn hier? Wir müssen bis rauf nach Jackpot. So war das. Ja gut, okay. Ich tue mein Bestes. Ich muss jetzt erstmal hier rauskommen. Auch da kann ich ja rum, ne? Ja, 2 Meter zurück und dann lutscht das. So. Ah, ich habe noch den anderen Gangmodus drin. So, das sollte reichen. Und schalten wir mal um. 3., 6., 9., 12., 13. Okay, wenn ich umschalte, was habe ich dann? 1., 4., 7., 10., 13. Nee, ich glaube, so ist besser. 3., 6., 9., 12., 13. Ja, das ist gut. Gut, musste ich erst nochmal gucken, hilft ja nichts. Boah, ist immer noch so laut, ne? Oh, der macht einen Höllenlärm. Ich mach das mal noch ein bisschen leiser. Weil das hat ja keinen Sinn, wenn ihr die Ohren spitzen müsst, wer weiß wie. Audio. Soundeffekte. Hier, so, gehe ich jetzt mal noch so ein Stück runter. Ich hoffe, das ist besser so. Da muss man vielleicht erstmal so ein bisschen rausfinden. Die anderen Trucks sind ja nicht so laut, aber hier dieser 389er Peterbilt, der macht ordentlich Krach. So, mal gucken, ob es besser ist. Irgendwie kommt mir das immer noch nicht so wirklich leiser vor. Aber ich lasse das erstmal so und dann gucke ich mir später mal im Video an, wie das so ist. Vor allen Dingen, wie meine Sprache durchkommt, ob man mich gut hören kann. Dann mache ich vielleicht beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr den Sound runter. Aber ich glaube, jetzt geht es schon besser. So. Ich muss mich ja ein bisschen ranhalten, ne? Oh. Habe ich jetzt abgewürgt? Wahrhaftig. Liegt vielleicht daran, dass ich keine Kupplung getreten habe? Ja, ich war so viel um sie gefahren. Kann ja daran liegen. So. Ah, lassen wir das Schild stehen. Oh, 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 oh. Das Schild liegt, glaube ich. Ach, es ist zum verrückt werden. Ich brauche nur mal 2 Wochen nicht spielen, dann kriege ich nichts mehr auf die Reihe. Und der Opa lacht sich wieder kaputt, wenn er es jetzt anguckt. Und dann kommen wieder die Kommentare. Naja. Kann ich mit leben. Gibt Schlimmeres. Stock im Auge und so. So, ein bisschen ranhalten. Wie gesagt, 10 Uhr haben wir. Und 18 Uhr noch, was müssen wir spätestens da sein und eingeparkt haben. Also, ja, wie schnell darf ich hier? 70 Miles per Hour. Oh, aber hier fahre ich keine 70. Schaltet man rauf und schon geht es bergauf und man kommt nicht mehr so richtig in Wallung. Ah, jetzt geht es erstmal ein Stück gerade. Also ich muss jetzt ein bisschen rasen, glaube ich mal. Ich habe so noch nicht so richtig das Gefühl für die Zeit und die Meilen, wie viel schaffe ich in welcher Zeit. Das kommt mir ein bisschen so vor, als wenn ich mich schon ein bisschen ranhalten müsste. Na. Ich glaube, das ist vom Sound besser jetzt, ne?
Weil ich höre das ja immer ein bisschen anders, als das später im Video ist jetzt hier. Also ich höre das noch ziemlich laut eigentlich. Und der Unterschied von innen zu außen ist ja kaum. Vielleicht ist das auch irgendwie ein bisschen falsch hier bei dem Truck, weiß ich nicht. Mag sein. Oh, ich muss abbiegen, ne? Ja, ich muss abbiegen. Gut. Oh, 30 hier nur. Wieder nicht gesehen. Ich sehe das nie. Das ist zum Verrücktwerden. Ihr müsst bessere Schilder machen. Ehrlich. Ich sehe das immer nur auf meinem Navi. Ist ja breit genug hier. Was soll's? Kann man ruhig die Kurven schnippeln. Solange kein Gegenverkehr kommt, ist alles in Ordnung. So. Und dann müssen wir gleich wieder abbiegen. Ich hätte wahrscheinlich auch irgendwie hinten rumfahren können. Sah mir gerade so aus. Ich fahre aber jedes Mal hier rein, weil Navi sagt, fahr hier durch. Müssen wir mal dran denken beim nächsten Mal. Dass ich dann... Oh, stopp. Gucken. Alles gut. Haben wir keine KI hier? Doch, habe ich doch vorhin schon gesehen. Ja, da ist sie, die KI. Um Haaresbreite hätte ich das kleine Autoken da mal eben platt gewalzt. Oder über die Straße geschoben, bis nach Jackpot. Ja. So, was haben wir eigentlich? $42.000 und ich glaube so um die 70.000 oder sowas, ne? 70 oder 80.000 kostet ein Truck. Hab das schon wieder vergessen. Dass wir da irgendwann mal da hinkommen, uns einen kaufen zu können. Damit das mal was wird, ne? So, 70 haben wir hier wieder erlaubt. Inzwischen ist es 11:30. Eigentlich werden wir schon erwartet, sind immer noch 270 Meilen. Das ist noch ein ganzes Stück. Also, Gas. Gang, Juchheisa. So, ich glaube 65 würde ich mal einloggen, wenn ich denn bis dahin käme. Das ist verdammt nochmal schnell genug. Das ist schon einiges für so einen Truck. Ja, kommt mir fast so vor, als ob ich nur die Außengeräusche reguliert hätte gerade. Heißt das? Trinke, fahre, verliere. Ja, sicher. Haben sie auch schon so eine Ermahnplakate da in Amerika? Offenbar. Ja, 30. Ja, ist ja egal. Ich fahre hier mal eben mit dem Doppelten durch. 12. Ich glaube, der 9. ist hier angebracht. Immer noch zu schnell. Aber ich muss da gleich sowieso auch rechts ab, sehe ich. Ampel. Du fährst auch rechts, dann müssen wir gar nicht unbedingt warten, falls jetzt rot wird. Brauchen wir keine Angst haben. So. War doch irgendwo, wo sie eine Ampel nachgefügt hatten, ne? Wo erst keine war. Wo man kaum wegkam. Ist ja wieder ein Backup gekommen, ein Update gekommen. Vor kurzem. Noch immer über 200 Meilen und es ist schon gleich 12:30. Das wird wirklich eng, glaube ich, mit der Zeit. Gut, dass keine Polizei war. Ich bin schon wieder viel zu schnell gewesen gerade. So, jetzt hier. 70 erlaubt. Gib mal Gas. Oh Gott, da ist eine ganze Kette vorne.
Oh, noch Schranken. Ja, das sieht nicht gut aus. Und zu spät kommen wird böse bestraft. Das gibt mächtig Abzüge. Wie viel Kohle soll es eigentlich geben dafür? Na, immerhin 13.500. Das war, glaube ich, eine ziemlich weite Strecke, ne? Naja, ich gebe alles. Ich tue mein Bestes. Das Knirschen habt ihr gar nicht gehört. Da ist irgendwas defekt hier an dem LKW. Habe ich übrigens unheimlich oft, so defekte LKWs, die irgendwas mit dem Getriebe haben. Ich weiß auch nicht. So, Bus, jetzt komm mal in Wallung da, sonst fahre ich vorbei. Da kenne ich nichts. Ich habe keine Zeit für Spielränzchen hier. Mit deinem Aldi-Farbenfenster da. Wahrscheinlich ein Lokusfenster, ne? Ne, dafür ist es zu groß. Oder vielleicht schiebe ich dich bis nach Jackpot. Was hältst du davon? Schneller geht nicht? Na gut, hier in der Kurve ist auch besser so. So, jetzt aber. Heide Witzka. Komm, 13:30. Wir haben keine Zeit. Ich glaube, das ist keine gute Idee, den zu überholen, oder? Schon gar nicht, wenn er jetzt die Kurve kommt. Brauche ich auch gar nicht. Der fährt ja langsam schnell genug. Langsam schnell genug. Genau, der fährt schnell langsam genug. Da hinten nähert sich schon irgendwas Abbiegemäßiges wieder, sehe ich. Ja. Das war fast eine Vollbremsung. Ja, hast du denn alle Latten am Zaun noch? Oh, das gibt's doch gar nicht. Puh, kann mir mal jemand die Schweißtropfen von der Stirn tupfen? Oh, den sechsten Gang müsste gehen hier. Dafür sind wir den Bus los. Jetzt ist 14 Uhr. Sind noch gut 4 Stunden etwas, die wir Zeit haben für 150 Meilen. Und das sind Meilen, das sind keine Kilometer. Das heißt also, ja, sind so ja, deutlich über 200 Kilometer. Das ist schon ordentlich noch was. Aber hier im ATS, da geht alles so flott. Ist halt auch wieder nichts, ne? Aber dafür rennt die Zeit auch schneller. Ja. 70 darf ich, die fahre ich auch fast. Wüste, Wüste, Wüste. Nicht ungefährlich, wenn man hier liegen bleibt und hat nicht genug Wasser, so, das kann übel ausgehen, ne? So wie die hier am Rand. Ja. Oh, über 70 schon, leck mich am Bein. So, 70 eingeloggt. Sonst steht so ein blöder Messbulle mal irgendwo hinterm Kaktus oder hinter so einem Strauch hier und dann wird wieder teuer. Und dann noch zu spät kommen, alles klar. Dann schmeiße ich das alles hin. So, 100 Meilen noch. Aber ist schon 15 Uhr fast. Weiter, weiter. Es darf auch wirklich nichts mehr dazwischen kommen. Kein Stau oder irgendwelcher Quatsch. Da sind wir im Eimer. Weiß nicht, ich will kein Risiko eingehen. Hier ist auch nicht mehr 70, hier ist ja auch nur noch 55. Und 35, bremsen. Bremsen. Immer noch zu schnell. Jetzt kommen wir der Sache näher. Ja. Ist
nicht auf die Autobahn. Ist der Highway hier? Nee, wir müssen. Oh, da ist ein Bulle. Oh, hier ist wieder 70 erlaubt. Aber Vorsicht, das kann sich immer schnell mal wieder ändern. Und die Bullen, die kennen ja keine Gnade, ne? So. Meine Güte, jetzt ist das schon gleich 4 Uhr. Vor 3 Minuten war das noch. Ach, vor einer Minute war es noch 3 Uhr, jetzt schon gleich 4 Uhr. Das ist so gemein, aber es sind doch nur noch 55 Meilen. Ich glaube, ich habe eine Chance. Ist jetzt gar nicht mehr so weit. Aber die Zeit rennt auch. Es sind noch gut 2 Stunden, dann ist die Zeit abgelaufen. Und ich muss ja auch noch einparken. Wenn das ganz eng wird, muss ich das echt überspringen oder die einfache Einparkgeschichte nehmen. Ich glaube, auf die paar Punkte kann ich lieber verzichten, wenn ich sonst so viel Geld abgezogen kriege. Ich hatte halt gar nicht gewusst, dass das so eng ist mit der Zeit. Da fährst du hier nach 2 Wochen mal wieder und dann musst du gleich hier Rallye Monte Carlo fahren. 70, ja, darf ich ja, ne? Ist auch ganz schön stressig. Zur bestimmten Geschwindigkeitsbegrenzung wieder. Ja, genau, 30, ey. Ihr seid ja wohl verrückt. Puh. Hier muss ich rein. So, 1 Meile. Wir sind quasi da, aber die Zeit rennt hier ja so. Es ist schon 4:15. Wir haben noch irgendwie so 1,5 Stunden oder so für alles. Das ist eng. Tja. Muss doch mal so langsam ins Bild kommen. Ach, da ganz hinten. Na super. Wir schon mal wenigstens in Jackpot. Hoffentlich gibt es hier auch einen Jackpot. So, ich gehe mal rauf auf die 30. Lock die ein, damit wir den letzten Rest jetzt noch flott kriegen. Keine Zeit vertrödeln. Aber ich glaube, hier in den Städten, das ist auch wie im ETS, vergeht die Zeit langsamer. Ne? Ja, ja. Gott sei Dank. Dann haben wir noch eine gute Chance. Wenn die hier so schnell vergehen würde wie auf den Schnellstraßen außerhalb der Städte, dann. Ich glaube, dann hätten wir schon verloren. So. Hier rein, ne? Jawohl. Ja, ja, ist der dritte Gang. Schrei nicht rum. So, da sind wir schon. Dann werden wir das ja wohl schaffen, in der Zeit noch einzuparken, weil die Zeit ja langsamer vergeht. Ja. Ja, wir nehmen ja eigentlich immer das Schwere. Da hinten rückwärts so, da müssen wir hier so und dann. Ich hoffe, da ist genug Platz. Ja, klar, ne? Also. Ja, ich guck mal eben, wie sieht's denn aus da? Ah ja. Ich bin richtig außer Übung. Aber. Wird schon schief gehen, ne? Das ist tatsächlich so, also wenn ich ein paar Tage nicht mehr gefahren habe, dann fällt mir das immer erstmal gleich wieder viel schwerer. Aber wenn ich da mal so ein Wochenende so für mich gespielt habe, dann flutscht das alles. Ja, so kann das doch gar nicht klappen, ey. Fahren wir mal hier auf die Wiese, solange die in das Haus rein. Ah ja, abgewürcht, das kann ich auch gut. So, das kann ich natürlich gar nichts sehen. Kriegen wir den da noch rum? Ja. Ja, das wird.
weit ausgeholt. Aber ich glaube, Zeit müssen wir im Auge behalten. Geht auf 5 Uhr. Irgendwie 18.40 Uhr rum, so war, glaube ich, Deadline. Wenn jetzt nichts schief geht, sollte das klappen. Noch ein bisschen rüber. Bisschen weit an der Seite, aber vielleicht klappt das ja noch. Vielleicht mag er das. Natürlich nicht, ne? War ja klar. Muss ich jetzt nur so ein bisschen rumkorrigieren hier. So. Nee, du musst noch da. Klappt das jetzt? Er will das nicht. Doch, doch, so gerade noch. Ich weiß ja, ich ein bisschen seitlich bin, aber hätte ja klappen können und hat auch. Hurra. So. Ja, für den nächsten Level hat es nicht gereicht, aber es sind schon mal wieder ein paar Pünktchen und geht ja im ATS ein bisschen langsamer und schwieriger vorwärts, was ich eigentlich ganz gut finde. Okay, fortfahren. So, ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir einen neuen Auftrag nehmen. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich weiß ja noch nicht, wohin. Es wurden ja auch Rufe laut. Ich glaube, das war aber unter ETS nach etwas längeren Folgen, bitte. Obwohl das ja eigentlich Blödsinn ist. Viertelstunde ist, glaube ich, ganz gut. Sonst steigen so viele aus, weil ich ja so ein langweiliges Zeug immer erzähle. Aber gut, das ist jetzt ein bisschen länger. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, lasst mir ein Like da. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Ich hoffe dann auch wieder so pünktlich, ne? Jeden dritten Tag, 13 Uhr. Aber ich kann das nicht immer so ganz versprechen. Bis dann, bye bye. Tschüssi.